So, 14. Spieltag. Und zwar spielen wir gegen Eintracht Braunschweig. Die sind 17. Das heißt Abstiegsplatz. Ja, das war doch für uns ein gefundenes Fressen. Dass wir einen Sieg machen. So, die Herrschaften spielen. So, oder? Ja, wir lassen es mal in Blau spielen. Hey, da schau her. Wir sind einmal in ziemlich guten Form. Gibt's denn sowas? Bis auf Duru, aber den kann man ersetzen. Eigentlich. Ja, dann machen wir mal. Oder? Ja, dann machen wir mal Mancini, ne? Und auf die Ersatzbank setzen wir Tar. Den der Mausi, dafür dann mal. Ochs, ne? Okay, dann war's das schon. So, der HSV gegen die Braunschweiger Eintracht. Und wir haben wieder ein Heimspiel, gell? Das letzte Mal verloren. Also in der Liga, meine ich. Ja, und die Braunschweiger, die haben sie in der Liga, haben sie es auch nicht gerade leicht, gell? Als Neuensteiger. Hängen sie ziemlich weit unten drin hat. Wobei man muss sagen, Braunschweig hat zumindest schon mal gewonnen. Nürnberg hat überhaupt noch nicht gewonnen in der Liga. Die spielen gerade unentschieden. Jans, ja, den erwischt er nicht mehr. Irgendwann den, oder? Er setzt sie durch. Jansen. Immer noch Jansen. Und es klärt irgendwie Chaos. Keiner mehr, irgendwie, weiß nicht. Hätte fast zum 1-0 geführt. Wieder Jansen. Van der Vaart. Beißt da. Ja, ich komme nicht zum Abziehen. Und Braunschweig lehrt es zum Einwurf. Jansen. Ja, da war Van der Vaart, glaube ich, ein Tick zu klar. Jackson. So, halt, mach nicht da. Mal hinten zum Torwart. Westermann. Wieder Jansen. Hochscheid. Kumbela. Ja, Jackson war schon der Pass. Kratz. Correa. Bellarabi. So, Aslan. Und bei dem bin ich echt am überlegen, ob ich den nicht verkaufe. Weil der, ja, er bringt nichts. Muss man sagen. Das war die erste Torschance für Braunschweig. Und ich weiß nicht, was der wert ist, der Aslan, aber er kann durchaus ein paar Millionen einbringen. Und dafür kann man uns irgendwie ein bisschen kaufen. Der vielleicht mehr, ja, hermacht. Und was ausreißt. Vielleicht passt er einfach gar nicht zu unserem System, kann auch sein. Dogan, Kratz, Hochscheid, Safari. Und es gibt einen für die Braunschweiger.
wir sind in der Liga nicht so erfolgreich, wie in der Europa League. Da haben wir in 6 Spielen, haben wir glaube ich 5 Siege gemacht. Und in der Liga haben wir bisher im Morgen 4 Siege gemacht. So, Beister startet. Ja, den hat er aber nicht unter Kontrolle. Wieder Beister. Beister. Und das war die Chance für Aslan. Riesenchance jetzt. Aber da ist noch einer von den Braunschweiger dazwischen gesprungen. Ja, Beister. Wieder mal ein schöner Eckball von Van der Vaart. Genau auf den Kopf von Beister. Und er macht es. Ja, so geht es. Und somit führen wir schon mal 1-0. Das war irgendwie das Mindeste, dass wir wenigstens nur torschießen gegen Braunschweig. Das sind ja jetzt nicht die Besten. Weil wir haben ja die Bayern auch abgeschossen. Hochscheid. Safari, ja, der schläft irgendwie. So, zurückerobert. Ach, da war nur einer. Bellarabi. Jackson. Ja, war schon der Pass auf Kumbilla. Aber der hat keine Zukunft. Beister erwischt den? Nein, erwischt er nicht. Kumbilla. Auf Safari am linken Flügel. Ja, da kann sie durchsetzen. Und der Ball geht wieder links am Tor vorbei. War die nächste Chance für die Braunschweiger. Zumindest verstecken sie den nicht. So wie der letzte Gegner, also da in der Europa League. Correa, Kratz, Bellarabi. Jackson, Vorsicht. Ich glaube, wenn sie eine Chance kriegen, dann werden sie es nutzen. Hochscheid. Kumbilla. Und es gibt keine Nachspielzeit, das heißt, er müsste mal gleich abpfeifen. Nami Safari. Gut, mit dem letzten Torschuss geht es in die Halbzeit. Und der Ballbesitz ist deutlich bei Braunschweig, aber wir führen. Wir waren effektiver. Und haben per Standardsituation zugeschlagen. Ja, Wechsel mag ich nicht, es passt soweit, Össi. So, schauen wir mal, ob wir ihnen noch was einschenken können. Also, eins geht doch mindestens, oder? Schaut besser aus für die Statistik. Ja, das war ein kleiner Rempler. Du hast, wir werden siegen. Aber zumindest heute nicht. Ja, der ist zumindest schon mal aufs Tor gegangen, gell? Die vorherigen zwei Schüsse sind daneben gegangen. Oma drin beißt er, den erwischt er. Nick. Ja, gut, da war ein bisschen rabiat.
Was? Hast gleich ewige Karten? Bisschen happig, oder? Für klar, so ganz faul gleich gelb zu zeigen. Wieder beißt er. Mascherano. Ja, da kommt irgendwie keiner, ne? Correa. Bellarabi. Wieder Correa. Und das war gerade ein Missverständnis. Dickmeier. Oh, der konnte sich durchsetzen. Dickmeier. Dickmeier. Scheiße, dann hat er sich jetzt gleich vorgelegt. Denn ansonsten hätte ich abschießen können. Also, aufs Tor, ne? Und der klärt unfreiwillig zur Ecke. War natürlich wieder unsere Chance. Wenn wir den genau einbringen. Ja, der war schon richtig hämmer. Beißt aber auch wieder da. Aber das Tor war genauso. Immer noch beißt er. Später nämlich normal auf der anderen Seite. So, ein Wurf für die Hamburger. Dickmeier. Und der ist noch nicht geklärt. Jetzt hätte ich gemeint, den füllt den der Torwart genau im Tent rein. Lassoga. Scheiße, jetzt hat er noch nicht erwischt. Oh, Moment einmal, Jackson möchte durchspazieren. Kann aber vergessen. Schau ich einmal, wie er zuhaut. Wie ist das denn? Hat er einfach umgehaut. So, dafür geht Kumbilla aber und es kommt Ademi. Ilicevic. Ach, der spielt auch mit. Ja, Aslan wieder verlieren. Wie so oft heute. Da haben wir bei Newcastle auch so Kandidaten gehabt, die irgendwie überhaupt nichts zusammengebracht haben. Ah, den erwischt er nicht. Der wird richtig gewinnen. So, wo sagt denn die Aufstellung? Wir könnten eigentlich... Ja, eigentlich kann man wechseln. Dann mal beißt er oben. Oder? Pass auf. Ja, dann mal halt... Wo kann denn der übrig spielen? Gerade, pass auf, das machen wir. Ja, der Song. Campbell geht auf rechts. Dann da mal auf links auch seine. Was? Der kann links nicht spielen? Scheiße, mach ich denn da? Der kann eigentlich links spielen. Ja, nicht. Aber Jansen. Oder Van der Vaart. Ja, ich bin gerade am überlegen, wie wir das am besten lösen. Aber wer spielt dann da drin? Das heißt, pass auf. Zentral. Dann muss ja dann ein dritter zentraler Mittelfeldspieler her. Dann kommt nämlich noch Rincon.
So, Mascherano. Ja, genau in die Hände. Jetzt Kimburm. Oh, Tor wollte man nur schießen. Dass es besser ausschaut. Lasoga. Oh, das war zu gewinnen. Und das war abseits von Litovic. Und somit können wir wechseln. Ja, Rincon wird da umgelegt. Bei der Braunschweiger, wo ich sehen, geht Jackson over und Krupke ist gekommen. Ich werde allerdings auch nicht mehr freireißen. Campbell, ja, den erwischt er nicht. Wobei, na, war Foulspiel. Ja, zurzeit ist er pingelig, der Schiedsrichter. Gibt schon wieder Geld für Sotlands Foul. Gibt's alles. Der ist ja nicht mehr umgefallen. Safari. So, pass auf, wir haben 83 Minuten. Liegt erst die anderen noch ein Schissen. Korea. Und Jansen. Ja, Lasoga erwischt ihn wieder nicht. Wie gesagt, der ist nicht schnell. Dickmeier. Marcel Jansen. Scheiße, ich muss den erwischen noch. Und das gibt jetzt nochmal. Gibt's Ecke oder wie? Jawohl. So, vielleicht jetzt noch das 2-0. Nein, nicht ganz. Aber gut, letztendlich langt uns das 1-0. Und wir haben wieder 3 Punkte mehr am Konto.